Nein, du sollst. Hörst du mal bitte auf? So. Machen wir es da rein. Und dann können wir auch direkt erstmal gießen. So, wo haben wir die Gießkanne? Die haben wir da natürlich. Dann gießen wir erstmal hier unsere zwei Schmuckstücke. Und machen von hier aus dann weiter. So, was hat er denn hier? Auf zum Grund. Achso. Haben wir anscheinend gemacht. Wie viel geht die Mine? Erreicht. Achso. Jetzt ist die Aufgabe, erreiche den Grund der Mine. Okay. Ja, mal gucken, wie viele Folgen wir da noch brauchen, bis wir das geschafft haben, dort runter zu kommen. Aber ich denke mal, das kriegt man schon hin mit der Zeit. Da haben wir das. Als nächstes dürfte jetzt theoretisch in der Mine Eisen kommen. Mindestens soweit ich mich noch richtig erinnern kann. Außer die haben natürlich wieder irgendwas abgeändert, umgeändert, dann weniger. Ach, hier sehe ich das gerade erst. Die haben uns hier eine Blume, haben sie uns weggefressen. Die Krähen. Ist ja klar, wenn das Ding dort oben steht. Kann ich das sogar noch irgendwo nachvollziehen. So, komm her. Bübele. So, dann stellen wir dich mal dahin. Ja, jetzt haben wir unsere guten Blaubeeren hier gießen. Ah, und hier auch noch. Schön. So, Gießkanne voll machen und dann die letzten vier rein. Dann müssen wir uns nochmal irgendwelche Nahrungsmittel organisieren oder zumindest eins, was wir dann in die Suppe mit reinschmeißen können. So, der Hopfen. Ah, so, den haben wir. Den haben wir auch. Hier noch. Hier. Und hier. Und dann noch diese 8 Schmuckstücke hier. Kurz bewässert. Ah, da fährt der Zug durchs Dorf. Achso, nochmal zurück. Ganz kurz Wasser nachtanken. Da, Hammer. So, da legen wir das schöne Gesuppe hier mal wieder rein. Dann brauchen wir, pass auf, wir nehmen hier so ein Teil mit. So, und hier haben wir ja Gelee, das nehme ich auch mal mit, um das hier, wie gesagt, vorne dann reinzuhauen. Und dann können wir ja eigentlich mal, oh, ja doch, ist richtig, daraus auch mal eine Paste machen. Pepperoni-Paste. Ja. Oh, Mayonnaise-Maschine ist auch schon wieder durch. So, da haben wir das, das und das. So, die Axt nehme ich nochmal ganz kurz mit. Weil die werde ich nicht brauchen. Nee, brauche ich nicht. Gut, dann auf zum Strand. Zuni noch gestreichelt. Dann gehen wir mal. Ja, gehen wir mal. Ja, Nase juckt. So, erstmal kurz am Kalender gucken. So, ach, gestern hat die Maru Geburtstag, haben wir verpasst. Okay, passiert. Können wir halt nichts dran ändern. So, na dann auf zum Fest. Da steht der Gouverneur und der Bürgermeister, sage ich mal. Wir gehen mal rechts rum als allererstes. Ich bin spät aufgewacht, habe das Haus verlassen und mich mitten in diesen Tummeln wiedergefunden. Aha. Ich habe vergessen, dass es Lua ist. Aha, schön. Hey Lea, wie geht es mit dem Hof voran? Muss ja eine anstrengende Jahreszeit für dich sein. Ja, das ist richtig. Danke, dass du nachgefragt hast. So, na Meister? Ich werde bei den Bäumen hier bleiben. Die Luft ist viel kühler.
So, das Sam. Gouverneur, wen interessiert's? Warum sollte ich mich um irgendeinen alten Typen kümmern? Wir halten dieses Fest jedes Jahr, mit dem Gouverneur einen Geschmack von allem zu geben, was dieses Tal zu bieten hat. Bürgermeister Lewis hofft, dass wir uns damit mit dem Gouverneur gutstellen können, deshalb ist er auch so nervös darüber, wie die Suppe schmeckt. So. Ein langsames, durchgängiges Drehen ist der Schlüssel für ein perfektes Rösten. Ja, Maru? Was auch immer Linus gerade röstet, es riecht furchtbar gut. Schlürf. Gut, dass ich die Sonnencreme mitgebracht habe. Ich frage mich, ob Maru auch ein wenig Sonnencreme auf den Schultern gebrauchen könnte. Dann frag sie doch einfach. Unser Mann? Ich bin voll, aber was kann man außer Essen sonst noch so tun? Kannst ja schwimmen gehen. Musst nur eine Stunde warten. Ich hoffe, die Suppe dieses Jahr ist gut. Ja, das hoffen wir alle. Ich werde frisches Gemüse aus meinem Garten in den Suppentopf geben. Vielleicht gestattet der Gouverneur mir eine Steuererleichterung, wenn ich mich ihm gut stelle. Ich frage mich, ob er Whisky mag. Frag ihn doch. Wenn der Bürgermeister jetzt nur noch aufhören würde, ihn den ganzen Nachmittag in Beschlag zu nehmen. Kostenlos Buffet. Einer der Vorteile daran, hier zu leben. Genieß es, Kind. Das machen wir. Wenn du etwas für die Suppe mitgebracht hast, nimm die Treppe auf der anderen Seite und wirf es hinein. Der Gas? Diese lästigen Sandfliegen landen dauernd auf meinem Essen. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Wow, in der Stadt bekommst du nirgendeine... Was? Pfefferohren nie kaut... Was? Pfefferohren nie kaut... Nee, wie dieses. Ah ja, ist klar, keine Ahnung, was das sein soll, aber okay. Sebastian, einmal hat Sam ein halbes Kilo Sardellen in die Überraschungssuppe geworfen. Hast du dich nie gefragt, warum Sam die meisten gemeinnützigen Arbeitsstunden in dieser Stadt hinter sich hat? Aha, kleiner Draufbold. Abigail, es ist anstrengend, mit anderen zu reden. Ich beobachte lieber das Meer. Alex, perfektes Wetter für eine Strandparty, nicht? Ja, wenn du meinst. Ich würde tanzen, aber ich will nicht schwitzen. Mir ist langweilig. Vincent ist kein guter Tänzer. Sie scheint nicht zu antworten, ja. Die feiert richtig hier. So, Evelyn? Ach, der Geruch des Ozeans trägt mich Jahre zurück, lange bevor du geboren wurdest. Diese Musik ist viel zu laut. Kann ich nicht ein wenig Ruhe und Frieden haben und den Ozean genießen? Nein. Robin? Au, du bist auf meinen Fuß gestiegen, Schatz. Das ist ermüdend, Liebling. Bist du bald bereit, das Buffet aufzusuchen? Der eine hat Hunger, sie will tanzen. Herzlichen Glückwunsch. Gut, Achso. Du hast die Pepperoni zur Suppe gegeben. So, quatsch mal Levis an. Mach dich zurecht, der Gouverneur ist für seinen jährlichen Besuch hier. Wenn du etwas für die Überraschungssuppe hast, dann wirf es auf jeden Fall in den Kessel. Was für ein entzückender Anlass, es ist immer eine Freude, das Sterntal-Tal zu besuchen. Ich muss mit meiner Gattin reden, ob wir hier ein Ferienhaus erwerben sollten. So, sollen wir anfangen? Let's go. Also Leute, es ist mal wieder Zeit für die Überraschungszeremonie. Oh. Ich vertraue darauf, dass ihr dieses Jahr alle qualitativ hochwertige Zutaten in den Topf geworfen habt. Wir wollen nicht, dass der Gouverneur seinen Besuch im Tal bereut. Also Gouverneur, würden Sie uns die Ehre erweisen, die Suppe zu probieren? Sieht schon aus wie... Bleh. Natürlich, ich habe mich schon das ganze Jahr drauf gefreut. Alle halten den Luft an. Viel kann ich nicht dazu sagen. Die Suppe ist sehr gewöhnlich. Schade. Er hat recht, nicht schlecht, aber sonst nichts Besonderes.
Ja, wenigstens so, als wenn es komplett scheiße wäre. So, wer will noch etwas Suppe? Die Suppe war nicht beeindruckend, aber ansonsten war die Lau ein voller Erfolg. Zeit, nach Hause zu gehen. So, und da sind wir auch schon. Und dann können wir direkt auch schon ins Bett gehen. Schauen erstmal ganz kurz, was das Wetter morgen macht. Es wird ein wunderschöner Tag. Na dann, ab ins Bett. Und da stehen wir auch wieder auf. Was? Das Wuchen der Unkraut? Was? Ich habe es nicht gehört. Ich konnte es nicht so schnell lesen. Irgendwas mit wucherndem Unkraut. Na, was ist mit dir los, Mäusel? Dein Heu liegt ja noch drinne. So, können wir gleich erstmal hier reinhauen. Hier sind nicht. Hier ist die Sense, die wollte ich haben. Und die Gießkanne braucht man natürlich. So, und dann tun wir mal direkt hier unsere Pflanzen gleich mal gießen. Gleiche Spiel auch auf der Seite. Na, komm. Und dann natürlich hier die Melonen noch weggepackt und nass gemacht. Oh, Radieschen dürfen natürlich nicht fehlen. Theoretisch dürften die auch morgen schon fertig sein. Theoretisch. Praktisch sieht das ja immer alles mal ein bisschen anders aus. So. Und der Mohn ist auch schon fertig. Wunderbar. Fällt mir gleich was ein. Wir hatten doch den Mohn nicht ohne Grund gepflanzt. Genau. Ach, da brauchen wir noch einen Eisenbahn dazu. Okay. So, hier gibt es wieder Peperonis. Und die Blaubeeren. Mal gucken, wann die soweit sind. Da dürfte es auch nicht mehr allzu lange dauern. Denke ich zumindest. So, die Tomaten sind zumindest schon mal reif. Upsala. Ist gleich eine zur Seite geflogen. Oh, Wasser leer. Tja, da habe ich nicht aufgepasst. Das kann passieren. So, Wasser nachholen. Dann direkt zurück zu den Tomaten. Und ran an den Hopfen. So, hier noch. Und dann natürlich hier. Und das Whoop sollte uns sagen, dass die Mayonnaise fertig ist. Gut, so, jetzt gehen wir mal zu der Sonnenblume noch. Die brauchen wir ja, wie gesagt, fürs Community Center noch. So, Mohn brauchen wir Gott sei Dank nicht mehr gießen. Da haben wir das. Das Gießen für heute erledigt. Können wir reinpacken. So, ich packe erstmal alles rein, um mir mal ganz kurz einen Plan zu machen oder mal ganz kurz zu gucken. Speisekammer. Hier brauchen wir 5 Melonen der Goldstufe. So, was haben wir hier? Haben wir jetzt nichts, was mal irgendwie. Gelee haben wir schon abgegeben. Honig braucht man noch. Okay. So, Tierbündel. Ja, da braucht man großes Ei. Da braucht man noch eine Weile Sommer. Tomate können wir abgeben. Melone haben wir noch nicht. Okay, da können wir aber zumindest schon mal eine Tomate hier mitnehmen. Da haben wir das. So, was brauchen wir noch? Blaubeere, Melone, ja, okay. So, das ist Herbst. Schwarzes Brett, brauchen wir hier was. Ahornsirup, wie gesagt, den müssen wir erst noch herstellen. Straußenfarn, müssen wir mal gucken, ob der war doch, glaube ich, im Sommer zu erhalten. So, Poppy brauchen wir ja. Also den Mohn braucht man ja auch fürs Community Server. Oft nehme ich gleich mal den Mohn mit. Wenn wir ja sowieso einmal jetzt gleich dorthin gehen, dann kann ich auch einmal den Mohn schon mitnehmen. So, da haben wir das. Schwarzes Brett. So, Mohn. Da wäre der Mohn zumindest auch schon mal erledigt.
Hier fehlt uns noch der Apfel. Den Pilz haben wir mit. Also den Pilz haben wir ja. Der ist weiter vorne zu finden. Sonnenblume kommt noch. So, da gehen wir uns erstmal schnell den Pilz holen. Vergesst das sonst bloß wieder. So, da ist er. So, was braucht man noch? Entenfeder haben wir alles noch nicht. So, Feldforschung. Das haben wir auch alles noch nicht. Verzauberung haben wir auch noch nicht. Ja gut, Wein können wir dann im Herbst herstellen. Und hier brauchen wir noch Harz. Okay. So, Bündel verzaubert ist Bündeltier. So, Tresor ist klar. Heizraum, da fehlt uns noch der Eisenbahn und der Goldbahn. Die fehlen uns auch noch alle. Hier brauchen wir 10 und 99. Haben wir noch nicht. Die 10 haben wir, da können wir die auch direkt mitnehmen. Da ist das wenigstens auch schon mal wieder abgehakt. So, Aquarium können wir gerade nicht bedienen. Und Handwerk, da fehlt uns noch der Winter. Hier fehlen uns noch, ja, die Sirups. Nenne ich es jetzt einfach mal. Die, ja. Genau, so, und hier fehlen uns noch die zwei Sachen. Das kriegen wir auf alle Fälle hin. So, selber erstmal kurz überlegen, was ich jetzt machen wollte. Genau, wir gehen jetzt erstmal ins Community Center. Und vom Community Center aus werden wir dann mal... Da gehen wir am besten dann wieder in die Mine zurück. Ist vielleicht der denkbar sinnvollste Fall, den wir machen können. So, das kann ich erstmal wieder wegpacken. Das geht alles Community Center, ist klar soweit. Die kann ich wegpacken. So, da haben wir das. Ja, passt. Gut. Dann auf. Zum Community Center. So. Blume nehmen wir natürlich mit. Die Wicke, wie sie ja hier heißt. Wie gesagt, bin immer noch der Meinung, dass das ein Hornfeilchen ist, aber ist wie gesagt meine Meinung. So, schwarzes Brett. Hier kommt wie gesagt die der Pilz noch mit rein. Hier brauchen wir noch die Poppy, die haben wir auch mit. Und dann brauchen wir hier unten. Und zwar bei Abenteuer die 10 Fledermausmäuse. Fledermausflügel. So, die Tomate hatte ich. Habe ich die gar nicht mitgenommen oder habe ich die jetzt woanders gerade versaut? Ich glaube, die habe ich gerade irgendwo reingesteckt, wo sie nicht hingehört. Oder ich habe sie weggepackt. Kann natürlich auch sein. Beziehungsweise ist wahrscheinlich sogar eher die wahrscheinlichste Variation, weil ich habe die Sense ja noch mit. Gut, pass auf, da gehen wir als allererstes uns erstmal baden. Da gehen wir als erstes baden, ist vielleicht sinnvoller, bringen dann die Sense weg. Gehen dann, oder? Ach, pass auf, wir gehen jetzt mit der Energie, die wir haben, gehen wir einfach mal in die Mine rein, mal gucken. Viel wird es nicht werden, was mal runterkommen. So, kurz was gegessen. Mal ab auf Stufe 40 runter und dann gucken wir einfach mal, was uns erwartet. Nee, wir müssen nochmal hochgehen, weil ich habe auch keine... Ich habe auch keine Spitzhacke mit. Ach, ist das ärgerlich. Ich bin ja so ein Depp. Na gut. So viel zu dem Thema. Eieieiei. Wie blöd kann ein Mensch sein? Also ich vor allem sehr blöd, ja. So, und dann auf ins Wasser. Da. Nein.
Dann ruhe dich mal in Ruhe aus. Da haben wir das. Und dann gehen wir direkt mal das Inventar hier richtig stellen.